eine weitere Folge Oracle Simulator. Diesmal nicht der Multiplayer. Es ist eine Aufnahme, also ich sitze nicht mit dem Lenkrad, mit dem Backend bei Oracle Simulator zu haben. Ich muss dann schon was abbrechen. Ich hab da richtig viel Schaden. Bin nur dagegen gefahren. Meine Schuld. Ich bin nur dagegen geblättert. Naja. Hat sich doch nicht so gut vertragen. Erstens habe ich gleichzeitig nur Aufträge. Bloß, ich muss mal LKW reparieren. Musik. Ich sag das in mehreren Folgen. Da verlieren dann einen Auftrag. Aber erstmal einen kurzen. Den Navi eingeben. Und blink. Aus. Oder da auch aus. Licht in den Schutz. Dort den Au. 4. Nicht so schwierig. Die Taste kommt, ist immer wieder nicht. Ah. Das ist ein Tage auch. Nein, komplett drin. Okay, man kann sagen, ich bin schon drüber gefallen. Hat sie sich verfunzt. Das kann ich mir nicht vorstellen.
wäre es wieder grün. Das ist dann nicht die Fahrer gezeigt werden. Muss ich erstmal wieder dran gewöhnen. Ich sehe hier unten die Icons und auch bei der Icons. Doch bloß sind wir schon, die vergessen sich alle Icons. Das ist verlinke. Eine ist eher aktiv, die andere nicht so aktiv. Was ich empfehlen kann, ist die Steam-Gruppe, die ich geöffnet habe. Einfach sind voll genial. Weil es immer blöd finde, wenn irgendein anderer das dann unter den Namen eröffnet und das verbreitet und dann schön drüber betreibt. Da habe ich jetzt was eigenes, wo ich sage, hier ist was. Ich denke, groß wird. Und mal schauen, ob was da noch alleine stimmen kann, aber zu zweit geht's. Das heißt, jetzt kriegt sie auch Benachrichtigungen, wenn sie sagt, sehr Benachrichtigung. Wann ich stream? Weil, da kann ich sagen, hey. Bleib doch mal lieber stehen, wenn das rote Signal kommt. Ich hätte noch drüber fahren können, aber. Aber lieber bremsen, als in der Schranke zu liegen. Na, oh, von Jakob. Denn der Zug. Also den Zug hätten sie auch länger planen dürfen, den Tickler. Hätte mir Spaß gemacht. Ich glaube, was ich hoffen würde, was vielleicht die Entwickler auch mal machen werden, ist beim World Observator ist, dass wirklich auch deine eigenen, es gibt ja verschiedene Trailerarten, kannst mittlerweile Designer auswählen. Im Multiplayer funktioniert es nicht, weil es, ich glaube, dazu kommt jetzt. Zu kompliziert, aber ja, dann kann man hier sagen, ich würde sagen, ich fahre die ganze Zeit mit ein und selben LKW. Wenn ich sage, ich transportiere ab ein und dann auflege, wenn ich sage, ich transportiere so viel, dann bin ich so viel für. Und wenn man sich einen noch kaufen muss, dann ist ja noch schöner. Noch schöner, sagt man, hat die Möglichkeit, dass man die ganze Zeit unterschiedlich wird. Oder man kauft sich einen. Und man sagt, den hat man dann sein Leben lang. Liegt unwirklich mehr irgendwo, sagen wir mal, vielleicht 1000er mehr Glück. Auf 50.000 und 1000er mehr. Da lohnt sich die Erschaffung so eines Hängers ja nicht, aber einer ist ein Vorteil. Hier mein Lieblingsdesigner. Also ich kann auch meine Familie sagen, ich schaue, dass ich so circa 20 bis 30 Minuten habe. Also ich schaue, dass ab der 20 Minuten haben, warum? Am ersten ist der Algorithmus ja auch zu sagen, hey, wenn du geringere, kürzere Videos haben willst, ja bitte, aber nicht von mir. Und zwar, ich will auch noch bei mir Folgen aufnehmen und wenn ich mir so kurze Häppchen raus und kennst du selber, ich schaue einmal zu. Und was war es denn, wenn ich 30 Minuten mache? Nehmen wir aktuell große Let's Player. Wenn die Geld lockerst, sagen wir mal weniger. Bis da das Videos anschaust, die würde Spaß machen, du guckst jede Folge an oder fast jede Folge, was dich interessiert.
Also nur so selber kaufen das Spiel, aber dich interessiert die komplette Story. Alles. Bist du ja auch natürlich froh, wenn du nicht jetzt da Dinge hast. Und zum anderen, umso länger das Video ist, umso eher ist eine Werbung bzw. zwei Werbungen gerechtfertigt. Bei meinen Livestreams habe ich aber nur meistens nur eine Werbung. Bei manchen wieder noch ein paar mehr, also ich füge es dann ein, wenn ich sage, es kann immer wieder sein, dass ich so selber sage, nee, dann gibt es so Schwierigkeiten. Ich schlage immer so bei 20 Minuten eine Schlusswerbung, also so alle 20 Minuten Werbung oder alle 30 Minuten Werbung. Es lässt man sich noch eingehen. Muss man den Trailer hier oben genau an. Was ist an diesem jetzt anders da? Nicht nur das Kennzeichen, sondern eben halt die Frachtverzug, das ist also die Ladung, schaut gleich aus, aber die Verzurung, also wie es festgezogen ist, anders da. Bloß der Trailer ist wirklich ein, wo du sagst, das ist ein Markenprodukt. Das schaut auch in der Realität aus. Das heißt, das Licht, der außer der Blick, gell? Ist, wo man sagen kann, dass wenn sie sterben will, was zu sagen kannst du lassen. Und ich werde mir diese Folge nur diese einfach schaffen, aber ich will so gerne Zeit an Folgen aufnehmen. Erstens um Samstag schon, wenn das Auto von kommt, werde ich es auch ganz leicht dann hochladen. Ich werde bis auf Vorlauf haben. Wenn es mit einem Projekt durch, schon mal durchziehen ist, dass der Orange-Simulator viele Folgen. Ich will mit dem die 100 auch noch knacken. Und in das andere Spiel folgt, dann soll ich mit ihm. Aber zum Schluss, es kommt sie nicht mehr gekommen. Aber daran, wenn man keine Lust dazu hat, es aufzunehmen, sage ich immer, soll man es nicht machen. Aus Zuschauerschicht. Naja, da ist man dann eher so ein bisschen, kann man ja gar nicht verstehen oder dies und jenes. Das Problem ist, wenn du dann Probleme hast beim Aufnehmen, die du sonst nicht hast beim normalen Spielen, dann bist du froh, wenn du dich das normal spielen kannst und die Zeit dafür hast. Halt erstmal genug gemacht, bevor ich jetzt umgeschossen werde. Und vielleicht kann man das genug weglassen, also einigermaßen weglassen. Wollte Wort wieder rein. Geht jetzt auf 30 rein, wie ich der mehr vergiss es mal wieder. Laut Ding habe ich ja 70 von nur. Mit denen da hinter mir nicht so passen, aber ist mir wurscht. Wenn ich jetzt auf Rot umspringen würde, ich könnte nicht mehr bremsen rechtzeitig. Ohne Nachteil ist es viele Schranken schon gleich aus.
der wenigstens, was ich, wenn man mal die ersten Videos anschaut, abgesehen von der Tonqualität und Videoqualität, und der Hergel nur ein Vergleich, was es an unterschiedlichen Trailers gibt, mittlerweile unterschiedlich ist. Lass mich noch rüber. Bitte, wo soll ich rüberkommen? Ich habe mir das kurz weggestellt. Auch ganz professionell. Schlecht drunter. Das neue, das riecht nicht aus. Wie gesagt, dass ich hier eine Frucht davor habe. Von der Ruf, dann auf die Autobahn. Nur das ist mir wurscht, weil die größere Männer muss ich holen, ist das selber schuld. Ich dachte gerade, das war ein Gerät, der hätte jetzt nur Rhythmus, wie es gewusst. Ist nicht eingefallen. Die wird auch noch zu der Fahrer machen. Weil ich mir noch besorgen muss, dass es in Frankreich die LC. Ich hab mich besorgt. Hilft und ergreifen, wenn ich dazu gekommen bin. Beziehungsweise, ich will, die erstmal hier noch ein bisschen fahren. Ohne dass wieder Frankreich erstmal dazu kommt. Erstmal. Und dann schauen. So, der wurde diejenige, es ist aber so, damals, erstmal, da gab es doch kein Tempomat oder noch keine Gradfurcht. Tempomat ist es deutlich angenehmer zu fahren. So, die Ecke fahren, wenn es einen gibt, der uns zuschaut, oder mehrere, die Messer nicht ausschließen, wir bestätigen können. Tempomat auf einer Autobahn, auf einer anderen Straße. Jetzt du da die Strecke kennst, bis aus Autobahn 80 mit Abstandsassistenten fährst du.
aus demselben Abstand, oder? Bergauf wie bergab. Also wie bei Trägler. Aber wo ist man? Statt aus nicht vorne. Könnte jetzt schon auch, da ist so viel Verkehr. Warum bremst der von mir hier so? Sag ich nö. Macht doch keinen Sinn. Auch da lieber schlafen. Dann darf sich mein virtueller Drucker hier zum Schlafen legen. Dafür macht es keinen Sinn. Dafür müsste es die 45 Minuten Pause zwischendurch besonders. Ich weiß, glaube ich, wie viele Länder einhalten müssen. Es gibt auch hier diesen LKWs, die müssen nicht mehr schmusch aus der Autobahn abfahren. Ich denke, das ist immer noch so. Ist noch vielleicht gewesen, das muss auch sein, aber. Ist immer so blöd. Du hast halt auffahren, du hast nie einen LKW. Am besten wusstest du es, dass du hast nie einen LKW gehabt, den du auf den Tag fährst. Du musst es automatisch nichts davon, das ist drunten. Ich bin der Einzige, der wohnt. Höchstens mal das, wenn ich jetzt ins Gesicht klopfe, das LKW. Obwohl das aber damals. Gerne die Mittel nicht so zur Verfügung. Hoffentlich ist heute die Aufnahme was geworden. Schlafen, genau. Und nicht, dass er mich rausgelassen hat. Ey, es geht da blöd laufen, wenn du das X-Risiko so einfach muss in der Größe drin darfst.
Dann schlafen wir mal bei der nächsten Folge. Adios. Bis dann.